Ja, guten Morgen, euer Peter. Ihr seht mich, ich bin wieder walken, ein bisschen Kopf frei kriegen, Gedanken finden, ein bisschen Selbstzündung vielleicht auch dabei. Und das Schöne an dem Walken hier draußen in der freien Natur ist, sich auch mehr Gedanken zu machen über das, was jetzt passiert und was die Krise mit uns macht und vor allem, was die Krise nach der Krise mit uns machen wird. Ich möchte euch hier ein paar ganz einfache Tipps geben. Versuch natürlich, dass sie mir helfen, ob sie euch helfen, weiß ich nicht. Das ist immer alles subjektiv gesehen. Das größte Problem oder die größte Herausforderung momentan sehe ich, dass eben viele Einzelhändler, ihr wisst ja, ich vertrete viele Einzelhändler, viele Sportfachhändler, dass sich natürlich jetzt mit diesem Lockdown die Frage stellen, wie geht's weiter? Vielleicht mal ein paar Gedanken, wie geht's weiter? Der erste Punkt ist, seht das Ganze vielleicht auch mal als Chance. Ja? Tut es mal komplett kritisch hinterleuchten, ob das, was ihr macht, wirklich auch sinnvoll ist. Das heißt, ist das ganze Business sinnvoll? Macht das ganze Business, das ihr da draußen betreibt, schon seit Jahren, ist das überhaupt sinnvoll? Ja? Und dann überlegt euch erstmal die strategischen Optionen. Ich weiß, es klingt extrem hart, aber eine strategische Option kann natürlich auch sein, strategisch. Das heißt, es muss überlegt sein und nicht einfach so gemacht. Ja? Einfach ein strategischer Rückzug. Ja, wägt einfach mal ab, wie ist es denn jetzt? Wie war es die letzten Jahre? Wie viel Geld habe ich investiert? Wie viel Gewinn habe ich denn Jahr für Jahr wirklich noch gemacht? Und wie sieht es mit der Nachfolge aus? Wollen meine Kinder in das, was ich hier aufgebaut habe, wollen meine Kinder hier einsteigen? Wollen die da überhaupt noch mitmachen oder gehen die andere Wege? Das heißt, für wen mache ich das eigentlich? Und ein Tipp an euch, geht nicht an das Eigenkapital ran. Und das verbrennt und hinterher seid ihr keinen Schritt weiter. Also jetzt einfach nur zu überbrücken mit Bankkrediten, mit eigenem Kapital, macht es nicht. Ja? Geht lieber in euch und überlegt euch und erfindet euch neu und überlegt, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich jetzt im Moment tun? Die nächsten Wochen, die nächsten Monate natürlich abschürfen, abgreifen, was geht an Krediten. Aber nur das abzugreifen, um dann vielleicht ein paar Wochen länger zu überleben und das Sterben hinauszuziehen, macht ja auch keinen Sinn. Also das Wichtigste daneben, neben dieser Liquiditätsschaffung, ist natürlich, dass ihr euch mal wirklich strategisch überlegt, wer bin ich heute aus Sicht meiner Kunden, wer bin ich heute nicht aus Sicht meiner Kunden und wo will ich aus Sicht meiner Kunden in der nächsten Zeit hingehen, wo kann ich hingehen? Und stellt dabei nicht euer Licht unter den Scheffel. Ihr habt ewig lange überlebt, ihr habt tolle Geschäfte, ihr habt tolle Kunden, ihr habt einfach, auch viele von euch haben ein ganz, 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 ganz tolles Business gemacht. Und dieser Lockdown, der da jetzt dahergekommen ist, okay, der hat euch jetzt unten die Füße weggerissen und diejenigen, die nicht irgendwie auch ein bisschen online gedacht haben, die trifft es natürlich jetzt auch viel, 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 viel härter. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht gescheit daherreden. Ich will euch nur einfach sagen, nehmt es eben einfach als Ausgangspunkt zu überdenken, was ihr da einfach mal macht. Ja, die Jahre vorher wart ihr immer im Hamsterrad, ja, von Jahr zu Jahr, von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr und immer in der Hoffnung, hoffentlich geht es dieses Jahr ein bisschen besser. Wenn dem so ist, dann solltet ihr wirklich mal überdenken, was mache ich da eigentlich? Ja, was treibe ich da eigentlich? Und das ist gar nicht so schlecht, vielleicht so ein Ausgangspunkt. Natürlich, es tut weh, es sind Schmerzen, man muss danach wieder aufstehen. Aber versucht einfach mal, ihr habt doch viel schon. Was könnt ihr damit machen? Was könnt ihr mit dem, was ihr jetzt habt, Neues machen? Nicht wieder den alten Stiefel, nicht wieder in das alte Hamsterrad, nicht wieder in die alten Strukturen, nicht wieder in das, was ihr schon jahrelang gemacht habt. Nicht immer darauf hoffen, dass euch andere helfen. Nein, erfindet euch neu, seid mal selbstkritisch, hockt euch hin und sagt, wer bin ich? Was kann ich? Wie gut sind meine Mitarbeiter? Was kann ich mit meinen Mitarbeitern reißen und wohin können wir uns verändern? Und das wäre mein Tipp. Ein Tipp heute aus dem Walken heraus, was mir so zu den Kopf geht. Auch die Ehrlichkeit. Ja, die Ehrlichkeit zu sich selber und aber auch die Ehrlichkeit von euch Beratern da draußen. Und Agenturen. Gut, ich bin selber eine Agentur und ich bin selber Berater, aber seid einfach mal ehrlich, quetscht nicht die letzte Kohle aus den Menschen raus und sagt, ja, es geht schon, weiter. Nein, es geht eben nicht mehr und in vielen Fällen geht es eben nicht mehr. Aber nochmal, das kann auch eine Chance sein. Ich weiß, das ist ein dummer Spruch, aber setzt euch einfach mal hin, fangt an, anstatt zu jammern, anstatt Angst zu haben. Angst ist immer ein schlechter Begleiter, fangt an und erfindet euch neu. Und überlegt euch dabei, wer bin ich heute
aus Sicht meiner Kunden? Wer bin ich heute aus Sicht meiner Kunden noch nicht? Und wer will ich aus Sicht meiner Kunden in 2 bis 3 Jahren sein, nächstes Jahr sein? Und darauf müsst ihr hinarbeiten. Und allein diese 3 Sätze beschäftigen euch schon ein paar Tage für strategisches Denken. Also so einfach ist es oder so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Ihr müsst einfach nur den ersten Schritt gehen und anfangen. Genauso wie ich, alter Sack, mich jetzt jeden Tag hier rausquäl, um mein Immunsystem zu erhalten. Aber es ist auch eine Routine. Ja, jetzt nach 2 Wochen jeden Tag in der Früh und am Abend nochmal raus. Ich fühle mich gut und es macht auch meinen Kopf frei. Und also, ich wünsche euch einen guten Tag und gutes Gelingen.